Das hier fliegen wir wieder mit dem Auto Guidance rum. Und da die Fairing so lang ist, werde ich die wahrscheinlich erst, wir haben ja mehr Schub jetzt, werde ich die erst außerhalb der Atmosphäre loswerden, damit, also wenn wir Brennschluss haben, damit die nicht gegen unsere Rakete knallt. Das ist nur zur Vorsicht. Und Current, wir fliegen wieder direkt nach Osten. Genau. Sehr gut. Bis zur fünften Dings. Ich möchte mir das hier anzeigen lassen. Und ja, Engage Autopilot. Und wir gucken uns den Solar Dings an. Genau. Also, ab dafür. So, neuer Antrieb, der länger brennt. Und wenn wir dann demnächst die neuen Solid Rocket Booster haben, dann kommen wir auch besser vom Startpad weg, weil dann können wir da zwei oder vier Solid Rocket Booster dran machen, die dann erstmal für, weiß nicht, 40 Sekunden oder so brennen. Und dann kommen wir wirklich vom Startpad weg mit denen und dann werden die abgesprengt und dann. Damit sind wir aber wahrscheinlich schwerer als 60 Tonnen. Ich bin mir nicht sicher. Achso. Wir sind jetzt in der ersten Phase. Die habt ihr schon so oft gesehen, dass ich jetzt einfach mal dreifache Geschwindigkeit mache. Wir fliegen nach Osten der Sonne entgegen. Und so ab 60, 70 übernehme ich wieder das Steuer, aber sprenge erst die Fairing ab, wenn wir Brennschluss haben. Ich habe Angst, dass sie in meine Rakete knallt, weil die jetzt viel, viel größer ist. So, wir kommen gut hoch. Und da kann ich jetzt mal, wir haben noch 20 Sekunden, da übernehme ich jetzt mal. Und wir sind auf 200. Ja, ich würde mal ein bisschen flacher machen. Noch 8 Sekunden. 250, ja, wir kommen nicht ganz auf 300, aber dann mit der zweiten Stufe kommen wir auf 300. So, Brennschluss und Fairing weg. Sieht geil aus, das Ding. Das hier brauchen wir nicht mehr. Und wir fliegen jetzt erstmal, bis wir oben außerhalb der Atmosphäre sind. So, einmal Kamera und. Jetzt fährt er. Ja, okay, wir sind noch nicht außerhalb der Atmosphäre. Und den Probe Core hätte ich gerne. Photography 2, müssen wir dafür höher sein? Weil der zeigt hier an, das reicht nicht aus. Okay. So, wir sind außerhalb der Atmosphäre. Das heißt, zweite Stufe, go. Ja, ab dafür. So, dann brennen wir mal in diese Richtung und so wie es aussieht, sind wir. Ich will es nicht beschreien, dass wir energiepositiv sind. Oh, und wir brauchen Improved Film Camera, hat 2 Years, 2 Jahre. Naja, hoffentlich reichen die Solarzellen. Meine Fresse. Herzlich willkommen, Eloki, Entschuldigung. Moin, sieht aus wie ein Tunnelbohrer. Ja, das stimmt. Kai himself. Schön, dass ihr da seid. Was brennt da Orange? Chommy beim Aufstieg. Entschuldigung, das habe ich eben nicht gesehen, als wir hochgeflogen sind. Da gibt es einen Auspuff. Dieser Raketenmotor, der da hinten dran sitzt, hat Turbopumpen und die werden mit Treibstoff betrieben. Und im Gegensatz zu den modernen Raketenantrieben, die diese Abgase in der Brennkammer noch verbrennen, um zusätzlich Schub zu erzeugen, hat dieser frühere Raketenmotor quasi einen Auspuff für die Abgase der Turbopumpen. Und das leuchtet dann so dunkelorange, weil das erzeugt nicht wirklich Schub. Und das wird nebenbei rausgeworfen.
Sieben Tage, sieben Projekte, so war das gemeint. Ah, okay. So, mal gucken. Jetzt habe ich fast nicht aufgepasst. So, wir sind über 300 Kilometer, das ist gut. Ich kann mal so ein bisschen nach unten. Und KimSelf, herzlichen Dank fürs Folgen. Diese Art von Turbopumpen-Chommy sind auch in allen anderen Raketen nicht, ja, doch in den meisten Raketentriebwerken drin. Ich muss mich kurz konzentrieren, dann erzähle ich dir noch was, wo man das, den Effekt total schön machen kann. Ich glaube nicht, dass wir 9000 Meter pro Sekunde schaffen, Horsti. Glaube ich nicht. So, ich mache mal ein bisschen flacher. Weil die Fairing, die wir, die größere Fairing, die wir oben drauf hatten, hat dafür gesorgt, dass wir durchaus ein bisschen gebremst wurden. So. Weil wir sind jetzt längst nicht so hoch, ne? 300.000, wir sind knapp bei 7. Wir haben Delta V 720. Es könnte eng werden mit Orbit. Es könnte sogar eng werden mit Orbit. La, la, la. Okay. Und ich kann nicht lesen, was hier steht. Unerfüllte Bedingungen. Okay. Info. Unerfüllte Bedingungen. Ach, wir brauchen mindestens 60 Inclination. Maximale Höhe. Aber wir brauchen mindestens 60 Inclination. Ha, wieder was gelernt. Das heißt, wir haben umsonst diese große Kamera mitgenommen. Ach ja, schön. So ist das manchmal, ne? So, warum habe ich hier... So, wir spulen mal ein bisschen vor in Richtung... Es könnte sein, dass das hier eine Failure wird. So, bei 20 gehen wir dann mal volle Kanne rein. Die Kamera kann nichts aufnehmen. Ach Mann, das ist doch doof. Okay, und dritte Stufe. Ab dafür. Okay, das hat noch gerade so geklappt. Ich hoffe, wir... Ja, unerfüllte Bedingungen. Diese Kamera ist nutzlos. Das hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. Da brauchen wir mindestens 60 Grad Inclination. Aber diesen Satelliten können wir ja noch im All starten. Oh Gott, aber wir haben... We have positive energy balance. Es sind genug Solarzellen auf dieser Kamera verteilt. Das heißt, wir könnten den Solar Satellite damit schaffen. Wenn wir denn hier bei Periapsis über 300 Kilometer kommen, in 7 Sekunden, das könnte... eng werden. Mit den neuen Antrieben, diese Kamera ist sehr, sehr groß und diese große Fairing hat dafür gesorgt, dass wir dieses Ding hier nur ganz knapp in den Orbit gebringen können und wir haben auch nicht eine Periapsis above 300 Kilometer. Wenigstens wird der hier uns ein klein wenig Wissenschaftssachen abliefern. Ja, die Kamera leider nicht. Aber solange er lebt, wird er noch ein bisschen Magnetic Scan machen. Okay, das ist in 5 Tagen auch vorbei und wird uns dann noch ein paar Wissenschaftssachen runterfunken. Aber wir gehen jetzt mal ins Weltraumzentrum und machen einen weiteren Ausbau. Chommy, nee, wir sind über 145, wir sind auf 145 Kilometer. Hier in der Simulation, wie es jetzt hier ist, ist die Atmosphäre vorbei bei 140. Das heißt, bei 140 Kilometer bist du aus der Atmosphäre raus. Das Ding wird nicht von alleine abstürzen. Das muss ich aktiv abstürzen lassen. Und wir haben jetzt
sowohl Solid Rocket Booster erforscht, als auch ja, genau, und bessere Motoren und die besseren Solarpaneele. Das heißt, ja, es ist ganz knapp. Das heißt, wir bauen jetzt dieses Ding, was wir gerade gebaut haben, nochmal und versuchen dann den Schräg zu starten. Ich habe nämlich noch ein Ass im Ärmel, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Wir können ja das hier abnehmen. So, und jetzt erstmal machen wir das Ding leichter, weil wir nehmen ganz viele Solarpaneele ab. Die hier unten auch, die hier unten auch. Wir nehmen quasi alle kleinen ab. So, das sollte mehr Strom sein, als wir jemals brauchen werden. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Diesen kleinen Antrieb können wir auch noch updaten. Wir können zu einem AJ-10 27 machen. Der brennt 5 Sekunden länger und hat mehr Schub. Deutlich mehr Schub. Zack. Haben wir jetzt gemacht. Und der braucht High-Pressure-Tanks. Der braucht erstmal Remove All Tanks und der braucht was möchte der denn gerne haben? Der möchte Anilin 37 haben. Also, das machen wir da mal rein. Den High Pressure. Und da oben sehen wir jetzt, dieser Raketenmotor hat viel, viel mehr Schub. Und der brennt jetzt im Moment nur 19 Sekunden. Eben waren das noch 40. Das heißt, wir können diesen Tank erstmal einem größeren Durchmesser verpassen. Weil wir haben ja eh da oben die große Kamera drauf. Und dann können wir ihn ein bisschen länger machen. Durchmesser machen wir mal 120 und wir machen mal länger. So, 40 Sekunden. Der 52 Sekunden plus 5 nochmal oben drauf. Das heißt, ja, da können wir sogar, also 57, 58, ja, so 58 Sekunden können wir das Ding brennen lassen. Das heißt, viel mehr Schub, viel mehr Delta V in der obersten, in der dritten Stufe. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben gar nicht geguckt, weil wir die, die zweite Stufe haben wir auch verlängert, ne? Ja, haben wir gemacht. Auf 2,36. Oder? Haben wir das nicht gemacht? Doch, ich glaube, wir haben die obere Stufe gestretched, ne? Auf jeden Fall haben wir die dritte Stufe jetzt mit einer besseren Engine ausgestattet. Das heißt, das Ding fliegt nochmal, hat noch mehr Schub. Wir haben mehr Solarzellen drauf gemacht. Jetzt müssten wir den Solarzellenauftrag wirklich damit abschließen, mit so vielen Dingern da oben drauf. Und ja, jetzt kleben wir unsere Fairing da wieder dran. Achten darauf, dass die an der richtigen Stelle sitzt. So. Und jetzt nehmen wir hier unten das ab und gucken mal, wie schwer das Ganze ist. 3,6 Tonnen. Und das hier haben wir auf 4 gesetzt. Sehr gut. Wie lange brennt diese Engine? Das will ich nochmal nachgucken. 150 Sekunden. Also, genau, 2,30. Genau, deswegen haben wir 2 Minuten 36 da dran. Alles klar. Das funktioniert alles. Dann pröppeln wir das da mal dagegen. Und wir sind im Ganzen 58,7 Tonnen. Das heißt, wir können leider nicht noch einen Solid Rocket Motor dran machen. Wir könnten zwei kleine Solid Rocket Motors dran machen. Für den ersten Kick nach oben. Aber
Das lassen wir jetzt. Das hier nennen wir SAT6. Speichern. Und bauen das. Jetzt haben wir nämlich wieder 9782. Das könnte eng werden, in Orbit zu kommen, der über 300 Kilometer ist. Eloki, welche Kamera soll ich nicht vergessen? Ich vergesse die Kamera nicht. Ich werde unter einem Winkel starten. Deswegen sage ich, 9700 Meter pro Sekunde ist vielleicht ein bisschen eng, wenn wir mit einer Inclination starten. Nee, Chommy, Solid Rocket Motors für die zweite Stage bringt, glaube ich, kaum was. Also da gewinnst du kaum Delta V. Solid Rocket Motors bringen wirklich nur was, also große mit viel Schub an der ersten Stufe. Da sind sie wirklich gut, weil man sie schnell abwirft. Okay, das haben wir gespeichert. Wir versuchen den hier jetzt einfach mal so wie er ist. Den bauen wir jetzt mal. Genau, Solar. Acknowledge. Tooling nicht vergessen. Tool all. Ja. Tooling nicht vergessen. Und jetzt bauen wir sie. Genau, an der Kamera muss ich nichts ändern. Der Startwinkel war nur falsch. Wir müssen bei der Kamera mindestens Inclination 60 haben. Das heißt, die muss ein bisschen nach Norden starten. Nicht nur ein bisschen viel. Wir müssen über 60 sein und unter 100 Grad für und unter 450 Kilometern, um für die Kamera beste damit die Kamera Wissenschaftsdaten liefert. Das habe ich mir noch gemerkt. Also, ja. Genau. Tech ist am Laufen. Lunar Range Communication. Dafür brauchen wir 139. So, jetzt gucken wir mal. Alle guten Dinge sind 6. Dann machen wir mal Warp 2. Oh, und wir haben 70 Credits bekommen. Ne, 7,2 Wissenschaftscredits. Der Satellit ist immer noch in der Umlaufbahn, weil er ist ja Energy Positive. Rollout. So. So und einmal. Und mit den vielen Solarzellen ist es jetzt, glaube ich, auch nicht wichtig, dass wir exakt bei Sonnenaufgang Richtung Norden starten. Ich mache jetzt aber trotzdem Sonnenaufgang, damit es hell ist. Wir werden jetzt versuchen, mit dem relativ wenig Delta V, die wir haben, mit einem Winkel, der knapp über 60 Grad liegt, zu starten, einen Orbit zu erreichen, damit wir Wissenschaft von der Kamera kriegen und endlich den First Solar Satellite Auftrag abgeschlossen kriegen. Ja. Huiuiuiui. Aber viele schöne Raketen gebaut und viele schöne Satelliten in die Umlaufbahn befördert. So, Ascent Guidance. Da machen wir mal hier oben auf 62, oh nicht 5,262, sondern 62 Grad. Das ist auch schon alles. Ascent Profile lassen wir so. Ich werde den wieder fliegen. Wo haben wir denn? Oh. Auftrag abgelaufen. First Solar Powered Satellite. Fehlschlag. Ach, scheiße. Oh nein. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Und danke fürs Folgen. Antenningent. Antenington. Antenington? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und danke fürs Folgen. Mist, der Auftrag ist abgelaufen und... Ja, ist mir jetzt scheißegal. Wir starten. Ich weiß auch nicht, ob der wiederkommt. Ist mir jetzt egal. Wir haben dieses Ding jetzt wir haben jetzt dieses Ding gebaut. Ich will den auf 62 Grad Inclination starten, sodass ich
die Kamera einsetzen kann, damit die Wissenschaftsdaten sammelt. Ja, es kann leicht frustrierend sein. Manchmal. Gut. Engage Autopilot und ja, 62 Grad, 63 Grad ist mir sicherer. Dann ab dafür. So, und da steigt sie auf und da werden wir wieder, da dreht sie sich wieder. Das sieht man hier unten an den kleinen Vernier Engines. Und dann wird die Rakete in diese Richtung gekippt werden. Also jetzt geht es schon langsam los. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen mal dreifache physikalische. Ne? Also von dieser Seite sieht man, dass sie ein bisschen mehr nach Norden kippt. Und ja, da hoffe ich doch mal, dass wir in einen vernünftigen Orbit so reinkommen mit der ausgebauten dritten Stufe. Ja. Und ich nehme wieder die Steuerung bei 60.000. Dann fliege ich den Rest alleine. Und ja, die Fairing werden wir erst los, wenn wir Burnout haben, weil ich habe keinen Bock, dass das Zeug in mich reinklabüstert. So. Jetzt sind wir über 60. Und wir können ruhig sehr flach sein. Mit der Kamera dürfen wir eh nicht über 450 kommen. Aber es wäre schon schön, wenn der symmetrisch ist. So, machen wir mal ein bisschen flacher. Jetzt sind wir Apoapsis 200. Ja, das ist ganz gut. 250. Ja, da können wir schon mal flacher werden. Und wir sind bei 60 Grad. Sehr gut. 60,2 Grad Inclination. Großartig. Weg mit der Fairing. Da ist unsere große Kamera.